Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Ducky LP. Ja, und ich werde mit euch heute eine sehr gemütliche, aber auch eine sehr wichtige Folge aufnehmen. Denn ich habe vor einiger Zeit mal etwas gebaut, wo ich bis heute sagen muss, dass mir dieser Bauabschnitt sowas von gar nicht gefällt. Also so absolut gar nicht. Und ich dachte mir, es wäre doch mal gut, jetzt zum Ende der Staffel, dass wir das vielleicht mal kurz nicht auskorrigieren, weil dafür wird die Zeit leider dann doch nicht reichen, aber zumindest, ja, das schlechte Ergebnis vom letzten Mal schon mal, ja, rausnehmen, um dann den Weg zu eröffnen für, ja, die nächste Staffel, um dann dort auch weiterzubauen. Und ich glaube, der ein oder andere wird sich auch schon sehr auf diese Bauaufgabe freuen, weil, ja, ich glaube schon. Also ich rede natürlich vom Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Warum tue ich eigentlich immer so, als würde ich da voll das Geheimnis draus machen wollen, obwohl ich es dann letztendlich doch in den Titel schreibe? Macht halt irgendwie nicht so viel Sinn, Daniel. Und Glubschi und Chiara, entweder... Also, ich weiß ja nicht, was ihr vorhabt, ne, aber das ist ein bisschen lebensgefährlich. Glubschi, möchtest du noch mal kurz für die Zuschauer in die Kamera... Oh, guck mal, Leute, Glubschi ist echt ein lieber Zeitgenosse. Und Chiara und er... Oh, sorry, Ki. Das war halt keine Absicht. Wir. Genau, ja. Also ist nichts passiert, Leute. Der Gryffindor-Gemeinschaftsraum, den ich beim ersten Versuch gebaut habe, ist hier hinter dieser Tür. Und ich glaube, man sieht hier schon, es ist noch alles rot. Das ganze Dach ist noch leer. Hier oben sieht es aus, als hätten wir noch gar nichts gebaut. Und das haben wir auch nicht wirklich. Sondern halt nur diese Seitenwände hochgezogen und die Treppe hier schon mal hingesetzt. Und ich dachte damals, ja, fängst du halt einfach mal mit dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum an. Wird schon schief gehen. Was soll denn groß passieren? Und dann ist das hier raus entstanden. Und ja, es sind sich sehr viele Leute einig geworden, dass das hier nicht das Endergebnis sein kann und darf, weil es einfach total bescheuert aussieht und überhaupt nicht originalgetreu. Und ja, ich weiß, ich habe gesagt, dass ich das habe ich jetzt auch gesagt, aber ich habe auch gesagt, dass ich hin und wieder innen drin, also indoor, nicht alles originalgetreu umsetze, soll aber auch keine Ausrede dafür sein, so einen hässlichen Gryffindor-Gemeinschaftsraum zu bauen. Also, liebe Gryffindors da draußen, nein, ich habe diesen Raum nicht gebaut, weil ich euch alle übertrieben hasse, sondern weil ich einfach nicht bauen kann und ich mag euch eigentlich. Also bitte, bitte, nehmt diesen Gemeinschaftsraum nicht als Angriff gegen eure Person, sondern seht es einfach als Unfähigkeitsbeweis meiner Person an. Ja, genau, das ist gut formuliert, Daniel. So, und wie gesagt, wir werden jetzt erstmal hier dieses ganze, Denkmal der Schande abbauen und dann in der nächsten Staffel nochmal komplett neu beginnen. Und ich habe jetzt sogar schon einige Bilder bekommen von euch, auch schon in den letzten vergangenen, Jahren sogar schon, weil, ja, das hier haben wir vor einiger Zeit angefangen zu bauen. Und ich habe wirklich auch schon Kommentare und Bilder bekommen, wie das Ganze in Wirklichkeit umgesetzt werden sollte. Und da waren so viele gute Ideen dabei und vor allem nicht nur gute Ideen, sondern auch ziemlich leicht umzusetzende Ideen. Und das war ja der ganze Kasus Knacktus an der Geschichte, weil es ist natürlich einmal eine Sache, wenn ich geile Bilder von euch geschickt bekomme, wo geile Bauideen drauf sind, aber eine andere Frage, ob ich die überhaupt bauen und umsetzen kann. Aber in diesem Fall war es sogar relativ einfach, denn der Gryffindor-Gemeinschaftsraum ist sogar meiner Meinung nach jetzt in Anbetracht der ganzen Bilder einfacher zu bauen als der Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Und das hat einen ganz, ganz einfachen Grund, nämlich, dass die dass der Gemeinschaftsraum selber unten zumindest bei Hufflepuff rund und bei Gryffindor eckig ist. Und das ist natürlich dann schon wesentlich leichter, weil ich glaube, ihr wisst, wie ich mich bei Rundungen schwer tue. Genauso wie bei Dreiecken oder bei allen anderen geometrischen Formen auf dieser Erde. Aber ja, ihr kennt das. Und wieso ist mein Inventar schon wieder... Ach, come on, Daniel, warum hast du dich nicht für diese Folge vorbereitet? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal... Oder nein, wartet, Leute, wir machen es auf die schnelle Methode. Auf die schnelle, lebensgefährliche Methode. Hilfe und... Ach so, beinahe wäre ich zu tief gesprungen. Yay. So, hallo, Florian. Wie geht es dir? Hey, ich bin Flo, ist alles easy auf deiner Street? Äh,
ignorieren wir das einfach mal. So, ja, wie gesagt, ich räume jetzt erstmal ein bisschen die Wolle weg, weil die blockiert nur unser Inventar. Die haben wir nur in der letzten Folge gebraucht und ich weiß nicht, wie ich das weiterbauen soll. Deswegen kann ich da nicht weiterbauen. Dann räumen wir gar nichts mehr weg, weil der Platz sollte eigentlich reichen und ich will nicht so viel Zeit verschwenden, denn, ja, die Aufgabe soll natürlich heute auch geschafft werden. Es ist natürlich jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz ersichtlich, warum ich in einer Folge etwas abbaue, was ich in einer Folge davor gebaut habe. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir diesen Gemeinschaftsraum nicht mit auf der Download-Version haben, weil ich den Leuten, die neu dazugekommen sind, nicht das Gefühl vermitteln möchte, dass ich die Gemeinschaftsräume so lieblos hinklatsche, wie es ja hier der Fall war. Und ich bereue es wirklich selber, Leute. Also ich weiß nicht, was mich hier geritten hat, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber gerade die Gemeinschaftsräume sind ja einer der wichtigsten Räume überhaupt in ganz Hogwarts und gerade die sollte man doch schön bauen. Gerade bei denen ist das doch wichtig. Warum gebe ich mir dann so Mühe bei der großen Halle oder bei anderen Räumen, die bekannt sind, aber dann ausgerechnet bei den Gemeinschaftsräumen sage ich so, ja, die dürfen ruhig ganz anders aussehen, kein Problem. Nee, Daniel, also ich weiß nicht, was du dir damals dabei gedacht hast, aber es war falsch. So, jetzt haben wir wieder keinen Platz mehr, weil ich vergessen habe, dass hier auch Deko-Craft-Artikel drin sind und ich ein bisschen blöd bin. Aber ich würde ja sowieso gerne mal gucken, wo es hier runtergeht. Halleluja! Gibt's hier irgendwo eine Tür? Ja, Leute, wir sind jetzt hier in den Abgründen des großen Turms und hat irgendeiner von euch eine Ahnung, wie es hier wieder rausgeht? Also, ich, jetzt so gerade nicht irgendwie. Ich würde mich ja gerne hier rausbuddeln, aber ich mache bestimmt Bilder kaputt. Hey, ich hatte Glück, glaube ich. Nee, hatte ich nicht. Ich bin genau hinter der... Ja, und das Bild ist abgebaut. Ja, genau, also so viel zu dem Thema. Aber wir werden das Bild direkt neu setzen, kein Problem. Und wieso haben wir jetzt vier Bilder? Haben wir vier Bilder auf einmal abgebaut? Ich glaube schon, oder? Hier ist sehr viel Freifläche. Dann wollen wir natürlich direkt... Hallo, kriege ich mein Bild wieder? Oder... Lol, das Bild ist einfach weggebackt. Jetzt fühle ich mich aber verarscht hier. Hallo? Na egal, dann halt nicht, Leute. Dann geht's jetzt nochmal runter. Wir machen nochmal eben ein allerletztes Mal das Inventar leer. Und eventuell überlebe ich den Sprung, aber ich riskiere es nicht. So. Und dann noch einmal hier runter und ich schmeiß mal eben kurz alles weg, Leute. Und ja, dann sollten wir das auf jeden Fall in der Folge auch hinbekommen. Deko-Craft-Mod. Da packen wir mal die Deko-Craft. Ja, vor allem die Tür, Daniel. So, Stühle, Kerzen, da ist mein Bild, was vorhin weggebuggt ist. Danke, Minecraft. Danke, dass du Gerechtigkeit walten lässt und mir dieses Bild zurückgegeben hast. So, dann das nochmal alles weg, so. Das kann alles nochmal weg, so. Ja, ich denke, mit dem Platz sollte es jetzt ausreichen. Wahrscheinlich reicht es wieder nicht aus, weil mein Schätzvermögen oder die Fähigkeit, sowas einzuschätzen zu können, bei mir echt sehr ausbaufähig ist. Aber ja, wir wollen einfach mal hoffen. Und ja, ich würde gerne mal so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie ich das jetzt in Zukunft machen möchte mit dem Gemeinschaftsraum, was ich mir darunter vorgestellt habe und was sich jetzt beim nächsten Versuch ändern wird. Ich werde nämlich irgendwie versuchen, es zu schaffen, mehr Platz zu erübrigen, weil das hier ist definitiv viel zu wenig Platz für den ganzen Gemeinschaftsraum. Das reicht einfach auf gar keinen Fall nicht. Also, das geht nicht. Und die Frage ist halt, wie kommen wir an diesen Platz? Denn, ja, wir können natürlich nur den Platz nutzen, den wir haben. Und da wir wissen, dass der Gryffindor-Gemeinschaftsraum Raum auf jeden Fall... Und Meteor bis Ravenclaw, naja, egal. Wir wissen, dass der in den großen Turm reingebaut werden muss. Aber der große Turm ist halt platzmäßig am meisten limitiert, weil der natürlich jetzt einen festgelegten Umfang hat, den wir natürlich ändern könnten, wenn wir 2 Millionen Jahre mehr Zeit haben. Aber wenn wir ihn nicht ändern, was mir persönlich lieber wäre, dann haben wir natürlich nur den Platz, den ihr jetzt hier auch an dieser Stelle seht. Nämlich, ja, im Grunde das hier bis zur Netherwand. Und dass das nicht wirklich viel Platz ist, ich glaube, das sieht jeder auf Anhieb. Aber, was man auch nicht vergessen darf, der Gemeinschaftsraum ist echt gemütlich gewesen. Und gerade in Minecraft schafft man es eigentlich immer, ja, relativ schwierig, Gemütlichkeit zu erzeugen, wenn die Räume zu groß werden. Und ich glaube, vielleicht, oder, also ich... Wirklich, ich glaube es nur, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, dass die, dass der Nachteil, dass der Raum hier so klein ist, nach dem Bau zu einem Vorteil wird. Weil das Ganze einfach viel gemütlicher aussehen wird, weil das Ganze viel, ja,
ja, uriger wirken wird, einfach durch die Tatsache, dass wir hier nicht so viel Platz drin haben und dass alles etwas enger gestellt ist. Ich denke das, ich hoffe das, ich weiß es nicht, aber wir werden es ja gemeinsam rausfinden und die Frage ist dann halt auch, wie machen wir es trotzdem? Denn der Gryffindor-Gemeinschaftsraum ist so aufgebaut, dass man als allererstes, wenn man durch das Bild der fetten Dame läuft, in einen Gang kommt. Dieser Gang ist ungefähr, ja, ich würde sagen, der ist 3-4 Steine lang ungefähr und dann kommt man rechts raus und dann ist man in dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum, so quasi. Also man kann auch geradeaus laufen, aber man kann auch rechts laufen und dann ist also der Kamin halt da und alles, ne? Ich weiß nicht, ob man das jetzt verstanden hat, aber ich bin generell schlecht bildlich zu erklären, aber das wisst ihr ja auch nicht erst seit gestern. Und ja, ist natürlich relativ einfach zu bauen im Grunde, aber der Haken an der ganzen Geschichte und den ich auch schon vorhin erzählt habe, ist der, dass wir halt wenig Platz haben. Und entweder wir schaffen es irgendwie künstlich, Platz zu erzeugen, zum Beispiel, ja, ich habe eine Idee tatsächlich sogar. Ich weiß nicht, ob ich euch die jetzt schon zeigen soll, weil wir wollen ja hier noch eben abbauen. Ich mache das noch eben, Leute. Also eben kurz den Teppich hier wegnehmen, so. Mein Gott, also ich glaube, deswegen waren die Gryffindors mir in diesem Spiel auch nie so zugeneigt, weil wer so einen beschissenen Gemeinschaftsraum baut, ey. Und Mythia schaut sich die Aussicht an. Warte, ich will auch mal rausgucken. Mythia, lass mich mal kurz. Ja, ist ganz schnieke. Man kann direkt aufs Zelt gucken und irgendwie sieht so aus, als wären gar keine Tiere mehr in unseren Gehegen. Das macht doch Hoffnung. Ja, toll. So, das Bild da auch nochmal weg. So, und jetzt natürlich bei Feuer aufpassen, Leute. Denn, ich weiß nicht, ob das wirklich mittlerweile jeder weiß, aber Feuer ist tatsächlich heiß. Und da kann man sich leicht verbrennen. Deswegen immer erst das Feuer ausmachen und dann den Kamin abbauen. Gilt in Minecraft, gilt aber auch im Real Life. Ist jederzeit anwendbar und Ducky geprüft, genau. So, dann einmal so, das auch noch weg. So, und dann setzen wir den Boden direkt mal neu. Und ich mache mal eben dieses gefährliche Plumpsloch hier zu. Und ja, ein paar Fackeln wären vielleicht nicht schlecht, weil sonst seht ihr wieder so wenig. So. Und ja, das hier ist jetzt so der fertige Raum mehr oder weniger. Wobei, das hier können wir natürlich auch noch abbauen. Da haben wir eine künstliche Wand gesetzt, was auch nicht hätte sein müssen, aber naja. Und ja, vielleicht spielt uns das sogar ein bisschen in die Karten, dass das Dach aus Netherziegeln gebaut ist, weil es natürlich hier ein bisschen rötlich aussieht und ja, Gryffindor mit Rot in Verbindung gebracht wird. Widerspricht sich allerdings mit meiner damaligen Aussage, dass ich Indoor nicht das Dach sehen möchte. Also ihr merkt schon, hier gibt es Gewissenskonflikte, ja. Und wenn Daniel Gewissenskonflikte hat, dann muss er seine Zuschauer fragen, weil er diese nicht alleine lösen kann. Oder zumindest denkt, dass er das nicht könnte. Aber es ist wahrscheinlich auch so. So, Bücherregale, kommt bitte nochmal alle her. So. Zum Glück haben wir Bücherregale ohne Ende. Dank der Bibliothek mussten wir da sehr viele farmen. Und, ja, wir dürfen auch nicht vergessen. Ja, wobei die verbotene Abteilung, stimmt. Habe ich fast vergessen. Braucht ja auch noch sehr viele Bücherregale. Aber das kriegen wir schon hin. So, eine Kiste wäre jetzt hier eigentlich mal ganz angebracht, aber naja. So, diese Seitensteine nehme ich auch nochmal eben raus. So, diese komischen Mauern, wo ich auch nicht weiß, was ich mir dabei gedacht habe. Die sehen einfach nur vollkommen verloren und scheiße aus. Und ich darf scheiße gar nicht sagen. Egal, ich bin oh nein! War das eine Stufe? Nein, das war keine Stufe, oder? Ist da runtergefallen? Hallo? Nein, Netherstein. Netherstein. Ah, da ist er. Nein, das war keine Stufe. Oh, Gott sei Dank. Rowling sei Dank, meine ich natürlich. Das wäre jetzt echt bitter gewesen, weil sonst hätten wir den von draußen irgendwie wieder anbringen müssen. Und Treppenstufen verbinden sich nicht immer so zuversichtlich. Ja. So, den können wir auch noch wegnehmen. So. Und jetzt haben wir hier die Platzverhältnisse wieder geklärt. Wobei noch nicht ganz. Hier noch eben die Treppen und dann haben wir die Platzverhältnisse geklärt. Und ist... Ja, nee, der ist wahrscheinlich richtig gesetzt, der da oben, ne? Ja, nee, ich würde den nicht einfach so random setzen. So. Ich weiß auch nicht, was ich mir bei den Treppen gedacht habe, weil gerade die sorgen doch dafür, dass der Raum noch viel kleiner wirkt. Wir haben schon einen kleinen Raum und dann mache ich noch Methoden, um den Raum noch kleiner wirken zu lassen. Ist nicht so irgendwie logisch. Aber naja. Logik und... Wow, jetzt blitzt es so. Boah, ist das geil, Leute. Oh mein Gott. Und ich habe kein Gryffindor-Schwert in der Hand. Das ist episch. Lass es nochmal... Boah, episch! Ist das cool. So in einem Raum drin zu sein, draußen ist es Nacht und dann kommt die ganze Zeit dieses Blitzlicht so rein. Das hat voll die urige, herbstliche Stimmung. Ich mag das voll gerne. Ich habe zwar gerade meinen Minecraft-Sound nicht an, deswegen höre ich die Donnergeräusche nicht, aber wenn ihr die hört, ist es für euch wahrscheinlich nochmal eine ganze Ecke gemütlicher. Weil Donnergeräusche, Leute, es gibt nichts Entspannenderes.
Ja doch, Regengeräusch. Regengeräusch, also Regen, der aufs Dach prasselt. Das ist auch super toll. Oh, Leute. Ich wünschte, es würde hier regnen, aber leider ist das gerade zumindest nicht der Fall. Auch wenn es die letzten Tage immer geregnet hat. Ich frage mich, was sich das Wetter aktuell denkt. So. Ja, damit haben wir hier alles abgebaut. Ich hole noch mal eben kurz die anderen Sachen. Und dann würde ich sagen, am Ende der Folge, ja, kümmern wir uns noch um ein paar Kleinigkeiten. Und ich erzähle euch noch mal so ein bisschen, wie das jetzt in der nächsten Staffel aussehen wird. Beziehungsweise, nee, nicht wie es in der nächsten Staffel aussieht, wie es in dieser Staffel jetzt noch aussieht. Weil, ja, die letzten Folgen einer Staffel sind immer so ein bisschen Kuddelmuddel, gemütlich, random. Das sind so, glaube ich, die richtigen Begrifflichkeiten für diese Folgen. Denn in den letzten Folgen versuche ich immer so, alle, ja, Kleinigkeiten zu beseitigen oder alle Fehler zu beseitigen, die meiner Meinung nach in der, ja, Vergangenheit passiert sind, sodass man, wenn man sich die Map downloadet, was ja auch geht in Folge 1100 oder auch in Folge 1000, wenn ihr die Version, ja, nochmal haben wollt, und ja, ich möchte halt, dass die Leute, die sich dann die Map downloaden, auch eine möglichst, ja, fehlerfreie Version bekommen. Und mit fehlerfrei meine ich nicht, dass ein fertiges Hogwarts-Hoodie da steht. Das sollte ja klar sein bei Let's Build Hogwarts. Sondern mit fehlerfrei meine ich einfach nur, dass die Dinge, die mir selber nicht gefallen, nicht mit in der Download-Version drin sind. Weil ich will nicht, dass Leute denken, Daniel hat sich gedacht, das sieht gut aus, obwohl es gar nicht gut aussieht. So, wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen, ja, möchte ich das einfach nicht und achte da halt drauf. Und hier, das kann ich erstmal lassen. Ich weiß zwar auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber vielleicht hatte das nur irgendeinen Sinn und wenn ich es jetzt abbaue, vergesse ich den Sinn. Deswegen lasse ich es nur erstmal stehen. Aber der Gryffindor-Gemeinschaftsraum ist ausgeräumt. Sehr gut. So, dann gehen wir nochmal gerade eben nach unten und hier sollten wir vielleicht auch nochmal Mauern setzen. Das wäre meine Aufgabe. Ich habe sogar noch Bruchsteine dabei. Leute, ja, optimopti. Da kann der Daniel. Ach, ich habe sogar Mauern da. Ach, noch besser. Ja, geil. Wo haben wir denn noch keine? Hier fängt es an. Okay, Mauer, 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 Mauer. Das meine ich, Leute. Solche Kleinigkeiten sind Aufgaben der letzten Folgen, weil, ja, innerhalb der Folgen bin ich mir manchmal einfach zu fein für solche Aufgaben. Da sehe ich das zwar, aber ich denke mir so, ja, wir haben gerade was Wichtigeres zu erledigen oder ich bin gerade an einer anderen Bauaufgabe. Boah, ich kann wieder nicht reden, Leute. Und, ja, dann mag ich es einfach nicht, mich dann noch irgendwie einer anderen Mini-Aufgabe zu widmen, weil ich dann irgendwie voll aus dem Konzept komme. Ich weiß, ich bin ein bisschen behindert, Leute. Müsst ihr bitte verstehen, oder? Ja. Es ist halt einfach ein bisschen komisch bei mir, aber ich denke, man kann es vielleicht irgendwo verstehen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. So, 4 Eier kriegen wir nochmal gerade. Das ist toll. Die schmeißen wir doch mal direkt an die Wand. So, bumm, bumm, bumm. Bumm. Oh, ein Babyhühnchen und 3 weitere haben wir auch. Und noch eins. Und ja, nice. 2 neue kleine Babyhühnchen, die direkt zu ihrer Mama laufen. Die wissen, glaube ich, nicht so ganz. Ah, doch, der weiß, wer seine Mama ist und er jetzt auch. Ja, wollen wir die vielleicht auch noch füttern? Wäre vielleicht mal eine Idee. Dann würden die auch noch mehr Babys bekommen. Ne? Und wenn wir schon dabei sind, ja, meine Güte, Leute, machen wir doch. So, aber wir müssen erstmal rein. So, bevor sie rausgehen. Und dann einmal, liebe Hühnchen, kommt mal hier in die Ecke. Ja, macht mal ganz viel Liebe miteinander. Ja, feine Hühnchen. Ja, fein, du auch. Hey, was? Oh, ein Außenseiter, Leute. Komm schon. Ja, fein. Ja, ihr könnt leider nichts fressen, ihr kleinen Babyhühnchen. Ihr wollt zwar essen, aber ihr könnt nicht. Ich kann euch nichts geben. Es tut mir leid. Die Minecraft-Logik widerspricht dem. So. Ja, genau. Ich wollte noch die Schafe füttern. Genau das war's. Genau. Da bin ich gerade doch noch auf die Idee gekommen. Ich bin auch am Überlegen, also ich werde wahrscheinlich in einem der nächsten Livestreams für LBH die Hogwarts-Map nochmal neu machen. Ich würde das nämlich auch gerne vor dem Staffelfinale noch fertig kriegen. Und einmal Zeitumkehrer, ahoi! Lol, hat jetzt nicht so viel gebracht, aber okay. Weil ich würde gerne mal auf der Map sehen, wie groß Hogwarts generell aussieht und wie episch das schon wirkt. Weil, ja, allein Azkaban in den Grundrissen sah schon episch aus auf der Map. Aber wenn ich mir jetzt so ganz Hogwarts vorstelle auf dieser Map, holy Macaroni, Leute, das wird richtig fett. Freue mich darauf. Und deswegen aber, für eine Folge wäre das, glaube ich, zu langatmig, weil so eine Map dauert tatsächlich Ewigkeiten. Und im Speed wäre das vielleicht auch nicht so cool, weil für Speed-Folgen eignen sich am besten monotone Aufgaben. Weil, wenn ich die ganze Zeit hin und her laufe, die ganze Zeit so mache, so und hier so durchlaufe, ne, dann ist das zwar im normalen Ding schon etwas komisch oder vielleicht noch erträglich, aber sobald es dann im Speed ist, ist das nur noch so für euch, so. Und das ist halt echt nicht cool. Deswegen, ja, mache ich es lieber
in einer normalen Folge, beziehungsweise, weil das zu lange dauern würde, in einem Livestream. Genau. Genau, in einem Livestream. So muss das. So, da ist noch ein Schaf. Und wenn wir die jetzt alle fleißig geschert haben, was genau jetzt der Fall ist, nehmen wir unser Weizen und ernähren... Oh Gott, eine Herde Schafe rennt auf mich zu. Hilfe. Lol, da hinten sind wieder fertige. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt, das komplette Weizen einmal an die zu verfüttern. Ja, ihr draußen bekommt auch was, auch wenn ihr rausgelaufen seid, aber... Egal, dafür vermehrt sich die Schafspopulation, ne? Hobbybiologe Daniel ist wieder am Start. So, alle verbrauchen wir zwar nicht, aber wir haben ja noch Kühe, die Hunger haben. Und ja, dann nochmal die Schere in die Hand genommen. Und nochmal eben die fertigen Schafe scheren. Also Wolle haben wir, glaube ich, für die nächsten 2 Milliarden Folgen genug. Ja, okay, 2 Milliarden ist vielleicht ein bisschen übertrieben. 2 Millionen auf jeden Fall. So, das nochmal aufmachen, zumachen und dann nochmal schnell ins Kuhgehege zu den Kühen, die ich noch nicht getötet habe. Was eine ziemliche Ehre ist, weil in der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass ich über 1000 Kühe, also über 1500, wenn ich sogar schon über 3000 Kühe getötet habe, wenn man ganz Let's Build Hogwarts zusammenrechnet. Und ja, das ist ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass ich 3000 Kühe auch gegessen habe, was dann wiederum eine ziemliche Verschwendung wäre und die Peter-Leute auf den Plan ruft. Na, ob ich die in den Kommentaren wiederfinde? Man weiß es noch nicht so ganz. Ich bin gespannt. So, Kühe, kommt mal her. Kriegt jetzt Nahrung von mir. Ja, ich weiß, dass es das Mindeste ist, aber ich tue so, als wäre das was voll Besonderes. So, als wäre ich voll der coole Tierfreund. Ja, in Minecraft muss ich leider ehrlich gesagt gestehen, Leute, ist das Tier wohl immer so zweitrangig. Und ich argumentiere damit, dass es halt Minecraft ist. Ich verstehe schon, dass es dem einen oder anderen gegen den Strich geht, aber dafür sterben sie schnell. Genau. Ach, das ist kein gutes Argument. Ja, dann habe ich keins, Leute. Aber die Kühe sind voller Freude. Guckt, wie sie mir folgen. Die würden mir niemals so folgen, wenn ich nicht, voll nett zu denen wäre. Genau. So, wir gehen... Ach, hier ist das Hortpflanzungsgehege. Nee, dann gehen wir jetzt hier erstmal raus. So. Und überlassen den Kühen ihr Schicksal. Genau. Ja, Leute. Das war jetzt eine etwas größere Kuddelmuddel-Folge. Aber ich habe alles vorbereitet für den nächsten Livestream, was Let's Build Hogwarts anbelangt. Denn dort werde ich auf jeden Fall... Ja, noch ein bisschen was vorbereiten, was den Gryffindor Gemeinschaftsraum anbelangt, neue Ideen sammeln und vielleicht sogar den Raum ein bisschen vorbereiten. Ich weiß, Bauaufgaben normalerweise nicht in Livestreams, aber da würde ich gerne mit der Community zusammenarbeiten und vielleicht sogar auf dem Server zusammen. Müssen wir mal gucken. Aber das, ja, war's jetzt fürs Erste. Ich wünsche euch noch eine traumhafte Woche. Genießt sie, genießt euren Sonntag und schaltet gerne morgen wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Build Hogwarts mit dem Dagi LP. Macht's gut und ciao.